Die Nachbarin, die Freundin, die Schwester oder vielleicht sogar die Mutter. Jede fünfte Frau in Österreich ist von Gewalt betroffen. Im Dieselkino in Birnbach wurde vor kurzem aus diesem Grund zu einem ungewöhnlichen Kinoabend geladen, bei dem die Gewalt an Frauen im Mittelpunkt stand. Gewalt ist ein Thema, über das spricht niemand gern, das wird tabuisiert. Aber die Statistik sagt uns, dass jede vierte Frau in unserer Gesellschaft von Gewalt betroffen ist. Das heißt, wir haben dieses Thema leider nicht überwunden. Umso wichtiger ist es, dass man es auch zum Thema macht, darüber spricht, sensibilisiert dafür. Und das ist mir so ein Anliegen jetzt im Rahmen von 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, dass wir auch über unsere Beratungseinrichtungen erzählen, über unsere Frauenhäuser, damit Frauen auch wissen, wohin sie sich wenden können, wenn sie entweder selbst betroffen sind oder vielleicht jemanden in der Bekanntschaft, in der Familie haben, wo es darum geht, diese Information weiterzugeben. Gewalt ist ein Thema, das sich quer durch alle Gesellschaftsschichten und alle Altersgruppen erstreckt. Und eigentlich ist niemand davor gefeit. Das Frauenhaus in Graz ist eine Zufluchtsstätte, wenn es darum geht, Frauen, die von Gewalt betroffen sind, zu helfen. Wir machen eine Gefährdungseinschätzung für jede Frau, die zu uns kommt. Wir stellen Sicherheitspläne für jede Frau und für jedes Kind, das zu uns kommt, je nachdem auf die individuelle Situation der Frau abgestimmt. Es gibt Frauen, die sind wirklich hochrisikogefährdet, die können zum Teil tatsächlich die Einrichtung für Wochen, zum Teil auch Monate nicht verlassen. Es gibt Frauen, wo die Gefährdung sich innerhalb der ersten Wochen schon verändert, die Gefährdungssituation. Die meisten Frauen gehen innerhalb der 6 Monate irgendwann einer eigenständigen Beschäftigung nach, machen Deutschkurse, machen Ausbildungen, machen Computerkurse, machen alles Mögliche, je nachdem, was sie brauchen. Und wie gesagt, die Bedrohung verändert sich meistens im Laufe eines Frauenhausaufenthaltes massiv, weil ja auch zeitgleich manchmal mit den Männern gearbeitet wird, beziehungsweise weil einfach die Polizei da auch ihre eigenen Maßnahmen hat und zum Teil die Täter auch wirklich verurteilt werden, eingesperrt werden. Es gibt ganz unterschiedliche Szenarien und je nach Bedürfnis und Sicherheitsbedrohung agieren wir. Eine Anlaufstelle für Frauen in Not im Bezirk Voitsberg ist Akzente, wobei sich nicht nur Frauen, die Opfer von Gewalt sind, an die Einrichtung wenden können. Grundsätzlich betreiben wir im Auftrag des Frauenministeriums und des Landes Steiermark eine Frauenservice- und Frauenberatungsstelle. Das heißt, Frauen in schwierigen oder herausfordernden Lebenssituationen können sich an uns wenden und haben hier die Möglichkeit, kostenlos und anonym eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Und es sind einfach unterschiedlichste Themenbereiche oder Problemstellungen, mit denen die Frauen zu uns kommen, sei es von Scheidung betroffen zu sein, von Arbeitslosigkeit bedroht zu sein, schwierige Umstände in der Familie, und da gibt es hier die Möglichkeit, Beratung in Anspruch zu nehmen. Frauen und Gewalt. Ein Thema, das gerne totgeschwiegen wird und leider dennoch allgegenwärtig ist.